Hi, hier ist Marcel von rnpc.com und heute sind wir in Aachen für euch unterwegs und zwar, wie man im Hintergrund unschwer erkennen kann, bei der Firma Devolo. Und wir haben heute einen Termin mit dem Florian Ziegert, der auch schon neben mir steht. Hallo Florian. Hallo Marcel, schön, dass ihr hier seid. Ja, danke für die Einladung. Florian, was machst du genau bei Devolo und was wirst du uns heute alles zeigen? Ich bin der PR-Manager bei Devolo, das heißt, ich bin zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ja, ich nehme euch jetzt gleich mit auf eine kleine Tour durchs Haus, durch die Firma, einen kleinen Blick hinter die Kulissen, was ist gerade aktuell bei uns an Produkten vorhanden, was wird es da noch geben, wir schauen in die Forschung und Entwicklung rein und auch noch in unser Lager, wo die Produkte verpackt und versendet werden, das befindet sich direkt nebenan. Vielleicht ganz kurz noch vorweg, wer mit dem Namen Devolo noch nichts anfangen kann. Wir sind Weltmarktführer im Bereich Powerline-Kommunikation. Powerline-Kommunikation heißt ganz einfach, wir ermöglichen die Datenübertragung beispielsweise von Internet- oder Netzwerkdaten über die Stromleitung. Ja, das hört sich spannend an. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja? Machen wir das. Gut. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Werner Fehn. Ich arbeite hier bei der Devolo AG. Ich bin zuständig für den Bereich Product Management und Customer Care und ich bin gebeten worden, euch ein bisschen über die Unternehmensgeschichte und auch über die Produkte zu erzählen, was ich auch sehr gerne mache. Die Devolo AG ist 2002 gegründet worden als ein Management-Buyout der Elsa AG, welchen vielleicht noch den Älteren unter uns bekannt ist. Es gab da 56K-Modems, Netzwerkprodukte und auch ADSL-Modems. Mit diesem Produktportfolio haben wir auch gestartet hier. 2002, allerdings in Richtung 2003, haben wir erkannt, dass mit Powerline-Technologie auch eine sehr schöne Möglichkeit gibt, Heimvernetzung zu betreiben und haben dort die ersten Produkte in den Markt gebracht, die damals noch diese blauen Adapter hier waren mit 14 Megabit und ein Jahr später dann mit 85 Megabit pro Sekunde. 2005 haben wir dann 200 Megabit Produkte gemacht und das hat sich dann kontinuierlich gesteigert über 500 Megabit Produkte und bis aktuell unsere 650 Megabit Produkte, die momentan den State of the Art darstellen im Powerline-Bereich. Gegenwärtig arbeiten hier am Standort Aachen etwa 150 Mitarbeiter, von denen 70 Mitarbeiter in der Entwicklung und in der Forschung arbeiten. Und wir wollen eben damit sicherstellen, dass wir immer innovative Produkte haben und immer die besten Powerline- und Wi-Fi-Produkte und auch Home-Control-Produkte im Markt. Hallo, ich darf euch hier sehr herzlich begrüßen bei der Firma Devolo in Aachen. Mein Name ist Matthias Scharlau, ich leite den Bereich Einkauf und Logistik und ich darf euch in den nächsten Minuten zeigen, wie das Devolo-Produkt entsteht, wenn es hier final verpackt wird. Die Devolo AG produziert ihre Produkte zu 20% in Leipzig zurzeit, zu 80% in China oder im asiatischen Raum. Wir lassen die Ware unverpackt kommen, das heißt, wir lassen sie kommen in solchen 50er Gebinden und so werden sie dann hier noch einmal am Wareneingang getestet und eingelagert und aus diesen Produkten machen wir dann oben gleich die fertigen Produkte. Colorboxen, Flyer, Kabel, CDs kaufen wir hier in Europa, sodass wir die idealen Transportbedingungen eigentlich vorfinden und die Ware sehr kosteneffizient und natürlich umweltschonend nach hier bringen können. Die kommissionierte Ware wird dann hier auf die Tische gepackt und die drei Kolleginnen teilen sich dann die Arbeit und verpacken das Produkt. Sie stößt den Karton auf, legt unten die Support-Erklärung, den Support-Flyer ein, die CD-Erklärung, die CD. Dann kommt hier vorne der Adapter dazu. Wir scannen die Seriennummer ab. Der bunte Umkarton, die Verkaufsverpackung wird rumgeschoben, das Seriennummer-Label wird draufgeklebt. Und dann ist der Artikel, das Produkt, fertig zum Einschweißen.
die verpackte Ware wird dann hier wieder eingelagert und wartet dann hier auf den Versand zu unseren Kunden und sieht zum Schluss dann so aus und freut sich auf die Benutzung zu Hause. Ja, hallo, mein Name ist Nico Willing, ich leite die Forschung hier innerhalb der Firma Devolo und möchte euch gerne zeigen, wie wir hier Geräte testen oder was wir im Rahmen von Forschungsarbeiten machen. Wir haben hier einen Rack stehen, da haben wir die Möglichkeit, unsere Powerline-Geräte einzustecken. Das heißt, wir testen in der Regel zwischen zwei oder mehreren Geräten. Wir können die hier einstecken, damit haben wir die Powerline-Verbindung. Wir können dann zusätzlich die Netzwerkverbindung herstellen. Dann würden wir diese Klappen schließen und hier zwischen haben wir ein Gerät, das haben wir hier im Hause entwickelt. Das nennen wir den Powerline-Kanal-Emulator. Der bildet komplett die Leitungseigenschaften zwischen zwei Steckdosen nach. Warum ist das wichtig? Wir müssen die Geräte testen unter vielen verschiedenen Kanaleigenschaften. Das heißt, innerhalb der Häuser gibt es elektrische Unterschiede und wir wollen unsere Geräte daraufhin optimieren. Mit diesem Gerät haben wir die Möglichkeit, per Skripte verschiedene Kanaleigenschaften, das Rauschen, Übertragungsfunktionen und so weiter, alles komplett nachzubilden und dann darauf basierend zu testen. Hier auf diesem Gerät würden wir dann messen, wie sehen die Eigenschaften aus. Das sind dann die Übertragungseigenschaften, die hier frequenzabhängig dargestellt werden. Hier kann man vielleicht einen kleinen Blick sehen, wie das Gerät von innen aufgebaut ist. Da haben wir so hier einen FPGA-Board, welches mehrere hunderttausend Multiplikationen pro Sekunde durchführen kann. Per Software, die der Herr Englen hier entwickelt hat, das ist ja zum einen eine grafische Oberfläche und zum anderen aber auch die FPGA-Software selber, haben wir dann die Möglichkeit, über ein Ethernet-Interface diese Leitungseigenschaften auf den Kanal-Emulator aufzuspielen. Hier sieht man dann auf dem Oszilloskop beispielsweise, dass wir für die drei Leitungen, ja, den Live-, Neutralleiter und den Erdleiter, diese Eigenschaften nachbilden können. Das ist so, was wir im Rahmen von der Forschungstätigkeit hier im Haus entwickelt haben. Ja, hallo, Michael Hinnitz mein Name. Ich verantworte hier bei der Devolo AG den gesamten Entwicklungsbereich. Heute sind wir hier im Bereich der Hardwareentwicklung und was wir ein bisschen zeigen wollen, ist, was tut sich momentan im Bereich Wireless-Geräte. Da ist aktuell der Entwicklungsstand, dass wir ein Wireless-AC-Gerät entwickeln. Was wir hier schon als Layout auf dem Bildschirm erkennen können, da sieht man die einzelnen Leiterbahnen und die einzelnen Lagen dieser Leiterplatte. Das ist ein ganz interessantes Design, weil mit Wireless-AC kommt ein breitbandiges 5 GHz Signal aufs System mit drauf. Das bedingt dann, dass wir das Ganze auch sehr, sehr tief untersuchen und einiges an HF-Know-how. Was wir dann hier im Bereich auf dem Arbeitsplatz sehen, ist dann tatsächlich das einzige, das Board, das wir hier gerade in Betrieb nehmen und bis ins Detail vermessen. Was wir sehen, sind, dass wir Messleitungen angeschlossen haben. Wir haben ein Spektrum-Analyzer in Betrieb, auf dem wir momentan dann die einzelnen Signale sehr genau begutachten können, in ihrer Qualität auch verbessern können, bis dass wir die gewünschte Produktqualität erreicht haben. Und wie wir hier schon sehen können, man kann auch Konstellationsdiagramme zeigen, auf denen die einzelnen Punkte der Datenübertragung zu sehen sind. Ja, und hoffen dann, dass wir dieses Produkt dann in Time an den Markt bringen können, weil die Wireless-AC-Generation ist das nächste, was von uns erwartet wird. Hallo, hier sind wir im Entwicklungsprozess eine Stufe weiter. Nachdem wir unsere Produkte entwickelt haben, sprich nachdem der Entwicklungsingenieur fertig ist, geht es hier um das Thema Designverifikation. Das heißt, wir müssen, bevor wir das Produkt an den Kunden geben, auch sicherstellen, dass alle Spezifikationsparameter sind wie gewünscht. Und das machen wir typischerweise im Bereich Design Verification. Hier sind wir jetzt gerade im Klimalabor. Das heißt, wir haben hier einen Klimaschrank, den wir uns gerade anschauen können. Dort sieht man ein Gerät und natürlich Geräte werden auch beim Kunden bei verschiedenen Temperaturen betrieben. Das heißt, auch unsere Aufgabe ist es, den gesamten Temperaturbereich zu prüfen. Hier sehen wir schön innen drin ein Gerät liegen, ist zur Temperaturmessung vorbereitet. Das heißt, es wird ganz normal in der Steckdose betrieben, so wie in dem Kundenszenario auch. Wir testen die Temperaturgrenzen, untere und obere. Und damit unser Gerät tatsächlich in allen Betriebslagen und alle Parameter und alle Einzelkomponenten des Gerätes vernünftig arbeiten, haben wir bis zu 20 Prüfpunkte, die wir mit einem kleinen Thermoelement, man sieht diese ganzen kleinen vielen Käbelchen, die da rauskommen. Bei den Prüfpunkten handelt es sich typischerweise um ICs, Kondensatoren, alle Bauteile, die elektronisch, aber teilweise auch elektromechanisch im Gerät vorhanden sind. Und diese werden in ihrem Temperaturverhalten überprüft und dann durch Rechnungen nachgewiesen, dass wir die geforderten Lebenszeiten auch einhalten. Hallo, hier sind wir in einem weiteren Bereich, den wir Devolo-seitig noch zur Designverifikation zählen. Was wir hier machen, ist eine Dauertestwand.
aus der Idee heraus, unsere Produkte sollen nicht nur als einzelnes Produkt funktionieren, sondern natürlich auch im Zusammenspiel mit allen Vorgängerprodukten, die wir jemals gebaut haben. Deshalb stecken wir alle unsere Produkte auch in einen Dauertest, wo in einem großen Netzwerk alle Produkte miteinander spielen müssen. Das haben wir hier aufgebaut und wir haben gerade vor einigen Tagen so einen alten Adapter mal aus der Wand rausgenommen, eine Technologie, die wir heute nicht mehr verwenden. Und das ist so eine Wand, wo wir dann wirklich Geräte finden, die eine Uptime haben von bis zu 6 Jahren. Ja, das war es hier aus Aachen bei Devolo von der Headquarter-Tour und ja, Florian, vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Wir haben viel gesehen und wir haben noch ein kleines Schmankerl für unsere Leser vorbereitet, oder? Genau. Wir wollen natürlich wissen, ob ihr auch gut aufgepasst habt auf der Tour und deswegen haben wir 3 Fragen für euch. Wenn ihr die richtig beantwortet, können 3 von euch jeweils ein DLAN 500 Wi-Fi Starter Kit gewinnen, einen Adapter aus unserem aktuellen Portfolio. Und wir wollen von euch wissen, erstens, wann wurde Devolo gegründet? Zweitens, wie viele Personen arbeiten aktuell hier bei Devolo in Aachen? Und drittens, wie viele davon arbeiten in der Forschung und Entwicklungsabteilung? Ja, also wie ihr seht, da könnt ihr auch noch was gewinnen. Ich hoffe, ihr habt dann gut aufgepasst im Video. Weitere Informationen zum Gewinnspiel findet ihr dann wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.